So, guten Morgen. Es ist jetzt 6:20 Uhr und wir machen jetzt zusammen einen kleinen Morgenspaziergang. Also, los geht's. So, da wären wir jetzt schon ein bisschen weiter draußen auf dem Feld. Kann man sich natürlich jetzt erstmal fragen, so, ja, 6:20 Uhr, ist ja ganz schön früh, ist nicht Wochenende auf jeden Fall. Und ja, ist jetzt unter der Woche montags und ich mache das jetzt etwa seit 2 Wochen, dass ich hier morgens meinen morgendlichen Morgenspaziergang mache. Morgendlichen Morgenspaziergang, jawohl, sehr gut ausgedrückt. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache für jeden, der einen Bürojob hat. Dem kann ich das nur wärmstens ans Herz legen. Das ist einfach, ja, hier eine halbe Stunde laufen, wenn man dann den ganzen Tag am Bürotisch hockt. Und ich dachte, ich beantworte es hier in aller Stille. Also normalerweise begegne ich den hier auch keinen Leuten. Das ist dann sehr, sehr entspannt. Mal die 3 Fragen, ja, wie kam ich zur Musik und dann auch zum Komponieren und jetzt eben auch YouTube. Und ja, alles begann mit dem Schmieden der großen Ringe. Nee, so weit zurück muss man nicht. Aber ja, 1993 muss ja erstmal geboren werden, um sich dann eben auch mit Musik beschäftigen zu können. Und genau, da bin ich geboren und dann ging es eben auch schon los mit etwa 6 Jahren. Ja, meine Mutter und also meine Eltern und meine Oma, die haben da immer sehr großen Wert draufgelegt auf die musikalische Bildung. Und deshalb habe ich dann eben mit Blockflötenunterricht, man kennt es ja, hat ja irgendwie jeder gespielt, so Blockflöte im Kindesalter. Allerdings nicht nur in der Schule, sondern eben dann auch in einem, ja, also im Einzelunterricht. Und deshalb habe ich dann eben schon, glaube ich, zwei oder 3 Jahre gespielt, oder ja, waren es wahrscheinlich 2 Jahre, wo es dann in der Grundschule dann eben Thema geworden ist. Und dann waren wir natürlich schon ein bisschen weiter als die ganzen anderen Kinder. Und genau, es kam dann, ja, Blockflöte, also Sopranblockflöte, dann ging es irgendwann weiter mit Altblockflöte, hatte ich dann noch gespielt zwischendrin. Und dann ging es so ein bisschen ans Testen danach. Tatsächlich mit Querflöte stand da mal zur Debatte. Ja, das ist dann nicht so richtig was geworden, hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe am Anfang auch nicht so einen guten Ton rausbekommen. Da kann ich mich auch ziemlich genau dran erinnern, was ich da für eine hatte. Was für eine Querflöte. Und ja, dann ist es, glaube ich, ging es erstmal zur Geige tatsächlich. Also dann kein Blasinstrument mehr, sondern dann eben die Geige. Und das hat dann 3 Jahre eigentlich, oder waren es zwei bis 3 Jahre, eigentlich ganz gut funktioniert. Allerdings ist es dann ein wenig schwierig geworden, weil meine Hand, glaube ich, ein bisschen zu verkrampft war und am Griffbrett. Und ja, das war halt natürlich dann erforderlich, damit man dann eben auch Vibrato spielen kann und ja, einfach die Noten da ein bisschen klingen lassen kann. Und das hat dann nicht so gut geklappt. Deshalb, ja, ging es dann auch danach dann eigentlich schon relativ schnell zur Klarinette und da bin ich dann auch für eine ziemlich lange Zeit dann auch geblieben, für etwa, ja, also ich spiele ja jetzt noch ab und an, natürlich sehr sporadisch, aber ja, seitdem habe ich das Instrument dann eigentlich nicht mehr großartig gewechselt. Abgesehen von der ja, musikalischen Ausbildung, sage ich mal, hatte ich da dann auch schon relativ früh auch eine Verbindung zu so klassischen Stücken und ja, aller möglichen anderen Musik auch. Also ich würde behaupten, dass ich da dann doch ein relativ großes Spektrum an Musik abdecke, also was ich mag. Also ja, so Bierzeltmusik ist jetzt nicht so gerade mein Favorit, aber ja, ich fand es dann auch immer schön, jetzt gerade bei irgendwelchen Musicals. Da ist mir dann auch immer ziemlich wichtig, dass da dann ein Orchester auch im Orchestergraben hockt. Es gibt ja jetzt heutzutage schon ziemlich viele Musicals dann auch. Ich war mal mit meiner Familie im Musical ABBA. Da war dann, glaube ich, vorne nur so eine kleine Band mit Synthesizer und
Das ist dann, ja, da fehlt mir einfach ein bisschen was. Und Tanz der Vampire und Phantom der Oper jetzt meinetwegen, die hatten dann auch wirklich, ja, dieses Orchester im Orchestergraben hocken. Und es war dann nicht nur eine Aufnahme. Und das gehört für mich einfach, das ist mir super wichtig. Und meine Oma, die hat mich dann auch immer wieder zu Konzerten mitgenommen, dann im Konzerthaus. Und das fand ich eigentlich immer ziemlich super. Und ja, einmal haben mich meine Eltern dann, glaube ich, auch zu einem Herr-der-Ringe-Konzert dann mitgenommen. Und das war natürlich super. Als Herr-der-Ringe-Fan ist das einfach, ja, gibt es eigentlich nichts Besseres. Und da habe ich dann eben schon auch gut was mitgenommen, so von Eindrücken her, von so orchestraler Musik. Und das ist natürlich dann, fließt natürlich alles jetzt heute in diese, ja, in die Komposition dann auch mit ein. Und irgendwann kam ich dann eben, natürlich bin ich über die Musik von Two Steps from Hell und Audio Machine, also diese ganzen epischen Soundtracks dann gestolpert. Ich weiß gar nicht, mit was das damals angefangen hat, mit welchem Lied. Das, glaube ich, das war dann Strength of a Thousand Men jetzt, glaube ich, von Thomas Bergerson und sowas in die Richtung, so die Klassiker. Und ja, das fand ich dann einfach super und habe mir dann, glaube ich, ja, später immer mehr gedacht, so, ja, das ist natürlich jetzt schon sehr, sehr professionell auch, ja, produziert, aber es wäre schon ziemlich cool, wenn ich auch sowas in die Richtung selber machen könnte. Also es ist natürlich nicht mit der Produktionsqualität, gut, vielleicht komme ich da irgendwann dann auch mal hin, aber bisher steht es ja jetzt noch nicht so zur Debatte, aber ja, habe ich jedenfalls immer mehr den Gedanken gehabt und ja, habe dann einfach gedacht, ja, jetzt versuch's einfach mal anzufangen. Also ja, klar muss man erstmal alle Sachen lernen, aber ich habe dann gedacht, ja, wenn man sich dann genug mit dem Thema beschäftigt, habe ja jetzt noch Zeit. Also ich werde ja jetzt nicht, hoffentlich nicht innerhalb von den nächsten paar Jahren dann abtreten, habe ja noch sehr, sehr viele Jahre vor mir, da kann man sich dann ein bisschen auch mit dem Thema beschäftigen und irgendwann kommt dann vielleicht auch was Vernünftiges dabei raus. Und dass es jetzt nur 2 Jahre braucht, um da was halbwegs Vernünftiges dann eben zu produzieren, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte schon gedacht, dass es noch ein bisschen länger braucht. Aber ja, das hat natürlich dann anfangs auch mit sehr, ja, langweiligen Chord Progressions dann eben auch angefangen. Also auch von der Orchestrierung her war das dann nicht so spannend. Ich habe halt natürlich am Anfang immer gehört, dass man die Root-Note, also die Grundnote vom Akkord halt immer im Bass spielen sollte. Ist natürlich nicht immer der Fall, das will man ja auch ein bisschen anders gestalten. Und jedenfalls habe ich dann, glaube ich, bei den ersten Stücken einfach komplett immer nur dieselbe Bassnote, also immer nur die Bassnote von dem Grundakkord, der jetzt gerade gespielt wurde, einfach verwendet. Und das war dann halt sehr, sehr repetitiv. Da habe ich dann, glaube ich, auch für ein Stück die komplett selbe Chord Progression verwendet und die war halt dann schon sehr, sehr, sehr basic. Aber ja, man fängt ja mit allen Sachen klein an und ist, denke ich, auch gut, einfach mal so ranzugehen. Und ja, da hatte ich jetzt keine weiteren Vorkenntnisse. Also das kann dann eigentlich, ja, würde ich mal behaupten, jeder Anfang, der dann ein bisschen Gefühl für Musik hat. Und ja, also Klavier konnte ich jetzt nicht spielen. Ich habe im Prinzip nur meine Klarinettenkenntnisse gehabt. Aber da wurde ja nicht viel über Akkorde gesprochen, weil ja, Akkordspielen auf der Klarinette wird dann ein bisschen schwierig, glaube ich, mit mehreren Noten. Also wüsste ich jetzt nicht, wie ich das hinbekommen sollte. Genau. Ja, und dann sind die Stücke natürlich dann auch irgendwann ein bisschen besser geworden, wenn man dann ein bisschen mit anderen Techniken dann auch arbeitet. Und das hat dann schon auch angespornt. Also wenn man dann auch andere, ja, ein bisschen exotischere Harmonien dann ausprobiert, wenn man dann nicht nur bei den diatonischen Akkorden bleibt. Ja, das ist ein Thema für alle nicht Musikinteressierten, sind jetzt Begriffe, da wird man wahrscheinlich jetzt erstmal nichts mit anfangen können. Da kann ich, denke ich, vielleicht auch noch, wenn da Interesse besteht, ein Video drüber machen. Das wird dann eben wird man eben immer besser und ja, da macht man sich halt eben auch Gedanken, wie man dann die Basslinie dann meinetwegen anders organisiert. Also, dass sie dann eben runter geht, wenn die Melodie eben nach oben geht, also so ein bisschen Countermelodie dabei hat und genau. Und da bin ich jetzt eben mit den Stücken, die ich jetzt bisher produziert habe und auch vom Produktionsvalue werden die, denke ich, immer besser. Ist natürlich ein großes Thema mit
mit Mixing jetzt, wo mich halt auch immer noch beschäftigt und wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange beschäftigen wird, weil ich ja jetzt auch kein professioneller Mixing-Ingenieur bin. Und genau, dass man da dann eben eine halbwegs, also vom Produktionsvalue eine halbwegs gute Komposition dann auch zusammenstellt, da gehört schon einiges dazu. Und ja, wie bin ich jetzt zu YouTube gekommen? Ich hatte jetzt einige Bücher gelesen und auch immer wieder Videos geguckt, wo es dann halt gehießen hat, ja, um so ein bisschen aus sich rauszuwachsen auch und aus seiner Komfortzone dann eben auszubrechen, gerade auch als Introvertierter, wo ich mich auf jeden Fall einordnen würde. Also ja, ich muss dann meine Batterie dann oft nach auf jeden Fall sozialen Events dann auch immer wieder aufladen. Und gerade als so eine Person kann es auf jeden Fall sehr, sehr gut helfen, daneben hier einen YouTube-Kanal zu starten. Und ja, ich habe ja auf jeden Fall auch eben was zu erzählen, also mit dem Workflow der Musik und also wie ich da genau vorgehe. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch schon. Jetzt habe ich, glaube ich, noch hier so 20 Minuten zu laufen. Und aber bei 20 Minuten wird es nicht sein. Aber wahrscheinlich 10 Minuten. Und dann ja, bin ich auch wieder zu Hause und dann kann ich euch auch mal bei Gelegenheit durch die Wohnung führen mit einem kleinen anderen Gespräch. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen informativ, ein bisschen was über meine Person und bis zum nächsten Mal dann. Ne? Ciao.